Natürlich spielst du gegen Real Madrid, gegen Erfahrung, du spielst gegen das Trikot, du spielst gegen den Mythos. Io credo che dobbiamo dire algo di Thomas Tuchel, è un grande allenatore. There is no way to play this game without the luck of the day. If you hit the post, it's the inside of the post, the outside of the post. It's a fraction offside, onside. You need these little decisions, of course. You need the momentum, a bit of luck, and you need the whole package if you want to overcome Real Madrid in semi-final. We want to force things to a point where maybe this little luck is then the difference, but we cannot rely on it for that. It's not big enough, so we have to push it and we feel ready for it. Eine Legende, ich meine, was Carlo getan hat, auch für den Fußball als Spieler und als Trainer, ist er allerhöchstes Level und gleichzeitig ist er immer so nett, so umgänglich und so bescheiden. Auch in meinen ersten Treffen mit ihm, als ich irgendwie kompletter Neuling in der Champions League war und diese Meetings stattfinden, immer super nett, super, super höflich, sehr bescheiden. Also das ist schon ja, außergewöhnlich einfach und nicht hoch genug zu bewerten. Er steht jetzt wieder kurz vor der nächsten Meisterschaft und wieder im nächsten Halbfinale. Natürlich spielst du gegen Real Madrid, gegen Erfahrung, du spielst gegen das Trikot, du spielst gegen den Mythos, aber wir werden trotzdem, die Herangehensweise wird gerade deshalb eine sehr inhaltliche sein. Wir werden uns heute vorbereiten mit einer Taktiksitzung. Wir haben einen Tag, glaube ich, weniger als Real Madrid in der Vorbereitung. Deshalb müssen wir heute und morgen die beiden Taktiksitzungen machen und werden da auch versuchen, komplett die Mannschaft auf den Inhalt vorzubereiten. Io credo che se devo dire algo di Thomas Tuchel, è un grande allenatore, joven, che tiene a livello strategico spettacolare. Sus equipo sta molto ben entrenato, molto ben preparato. E tengo molto rispetto e molto cariño per él. Nosotros tenemos confianza, ma come dicho, tenemos molto rispetto per questo equipo, che la verità è che non ha fatto una temporada fantastica nella Bundesliga, però ha fatto una eliminatoria contra Arsenal, espectacular, han jugado muy bien los dos partidos y nosotros tenemos que mirar a esto. Los dos partidos que han jugado contra el Arsenal, que es un equipo muy fuerte en Europa. No, yo no tengo ninguna revancha aquí. Como he dicho, he tenido la suerte de entrenar este club. Podía ser más tiempo, sí. Però ho passato un anno e mezzo molto bonito qui, tengo un ricordo fantastico e soprattutto molto cariño a Rummenigge. Il più grande